Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein Interview mit dem lieben Henry. Hallo lieber Henry, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo ihr Lieben. Viele von euch werden den Henry ja kennen. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Videos zusammen gemacht. Es gibt auch extra eine Playlist. Wir haben über 30 Videos zusammen schon gemacht. Henry hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Henry Lopp. Werde ich oben in den Infokarten verlinken. Lieber Henry, du hast letztens kürzlich auf deinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht mit einem Thema, was du jetzt auf deinem Kanal auch mehr aufbauen möchtest. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da mache ich doch gleich zu dieser Thematik auch mit Henry ein Video. Henry, wir haben zusammen viele Videos gemacht, ja, zur Rohkosternährung, zur schleimfreien Heilkost, zum Fasten, Darmreinigung, Einlauf. Wir hatten auch mal, wenn du dich erinnerst, in Sardinien 2018 oder 2019 hat mir auch mal ein Video zu diesem Thema aufgenommen, zu dem ich gleich komme. Also wenn wir so die Gesundheit ganzheitlich betrachten, dann ist es nicht nur die Ernährung. Die Ernährung ist eine wichtige Säule, darf man nicht vergessen. Aber es ist auch wichtig, zum Beispiel eben Fasten, Darmreinigung, auch Achtsamkeit, Entspannung, sich wirklich Zeit für sich zu nehmen. Und nicht nur das Essen, die Nahrung, die wir uns so dem Körper zuführen, ist wichtig, auch die geistige Nahrung. Was wir so von außen aufnehmen, ist natürlich wichtig. Und auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der wirklich unterschätzt wird von den meisten, das hat Henry in seinen Coachings jetzt ganz oft erfahren, ist die Bewegung. Die Bewegung, sportliche Betätigung ist für jeden Mensch wichtig, aber vor allem auch in der Ernährungsumstellung, wenn es auch ums Entgiften geht. Und Henry, da möchte ich jetzt gleich mal an dich abgeben, dass du mal kurz für meine Zuschauer erklärst, warum Bewegung so wichtig ist. Ja, Bewegung, das liegt eigentlich in unserer Natur, ja, in der Natur von den Menschen. Und in der Vergangenheit hat das immer ja, dazugehört. Und in der heutigen Zeit ist das halt immer mehr in Vergessenheit geraten oder gerät immer mehr in Vergessenheit, weil wir natürlich, viele von uns, ja, zum Beispiel in einem Arbeitsalltag gefangen sind oder ja, Familie haben oder allgemein viel Stress haben. Und wenn dann noch jemand sagt, ich soll mich jetzt noch bewegen oder ich soll mal noch, weiß ich nicht, eine Runde laufen gehen oder Fahrrad fahren oder einfach Kraftübungen machen, dann sagen dann viele, boah, nein, das schaffe ich einfach nicht mehr. Aber wenn man das jetzt mal von der anderen Seite betrachtet und versucht, immer noch ein bisschen Bewegung mit einzubauen oder für die Menschen, die mehr Zeit haben, ein bisschen mehr Bewegung einzubauen, dann kann das ganze Leben einfach perfekt unterstützen, weil durch die Bewegung kann man auch einfach Stress abbauen, ja. Man kann mal die Seele baumeln lassen, man kommt wieder auf andere Gedanken, es kommt mehr Sauerstoff in den Körper rein, die Nährstoffe können besser verwertet werden, die Lymphe kann besser fließen, dadurch läuft die Entgiftung viel, viel besser ab, ja. Und wir nehmen einfach frische Luft in uns auf, wenn wir draußen an der frischen Luft laufen und auch gleichzeitig noch Sonnenschein. Also man kann damit so viele Sachen auf einmal kombinieren, so viele positive Vorteile. Und das wirkt sich dann ja auf das ganze Leben aus. Das ist ja nicht so, dass man dann einfach Sport macht. Klar, man tut was für seinen Körper, aber man wird ja auch viel, viel selbstbewusster. Und das strahlt man nach außen hin aus. Und dann kann sich das ganze Leben auch noch viel, viel positiver verändern dadurch. Ja, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung, wieso Bewegung für uns so wichtig ist. Wenn ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen darf. Also ich habe irgendwann mit 16, 17 angefangen. Ich hatte ja den normalen Sportunterricht in der Schule, dann auch in der Ausbildung. Und ich habe mit 16, 17 dann angefangen, selber so Kräftigungs- und Dehnungsübungen gemacht. Ich habe dann sogar mal so lange geübt, bis ich Spagat konnte. Und habe dann auch so, ja, so Sit-Ups, Liegestützen, so alles. Ich weiß gar nicht, woher ich mir die, ich habe auch manchmal so im Fernsehen mir solche Gymnastik-Shows oder auch so Sportshows angeguckt, was es da so für Inspirationen gibt. Und habe das wirklich regelmäßig gemacht. Und dann kam irgendwann nochmal Joggen dazu. Ich bin auch im Erzgebirge aufgewachsen. Da bin ich mit Mountainbike total gern im Gebirge gefahren, so vor allem berghoch. Also ich fahre überhaupt nicht gern Berge runter, aber berghoch. Also das ist mal bei uns in meiner Heimat eine besonders schöne Herausforderung. Und habe dann auch gemerkt, als ich auf 2000 auf Rohkost umgestellt habe für ein paar Monate, wie schnell die Regeneration auch ist. Ich bin dann 40 Kilometer, vor allem immer berghoch, oft gefahren und habe dann geduscht, habe einen Teller Obst gegessen und war dann danach total erfrischt. Deswegen, du bevorzugst ja wirklich auch die Bewegung in der Natur. Wir haben ja auch eine Weile zusammen gewohnt, du warst ja regelmäßig joggen, laufen, hast dann auch immer, habe ich manchmal aus dem, hast du unten am, bei den Wäscheleien, da gibt es da so Stangen, da hast du dann immer mal so deine Übung gemacht, habe ich manchmal aus dem Fenster geguckt, ach, der Henry, der ist wieder da vom Lauf, macht jetzt hier noch seine Kräftigungsübung oder so Klimmzug oder sowas. Und wir sind ja auch, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir hatten ja mal ein Sardinien-Video aufgenommen, das werde ich oben verlinken.
mit Übungen, die wir so machen, Kräftigungsdehnungsübungen. Und wir sind auch zusammen, wenn wir in Sardinien, Sizilien, La Palma, wenn wir da unterwegs waren, uns eine Auszeit genommen haben, sind wir auch immer zusammen laufen gegangen. Du bist ja, du hast ja auch, bist ja schon bei Halbmarathons, bei Marathons, glaube ich, mitgelaufen, ne? Und hast gewisse Läufe gemacht. Das habe ich ja alles so mitbekommen. Und ja, und jeder findet dann für sich das, die Bewegung, man kann nicht sagen, so Laufen ist jetzt für jeden das Beste. Ne? Das kann man gar nicht so sagen. Da muss man so ganz individuell schauen. Also für mich ist zum Beispiel, ich mag zum Beispiel total gerne im Sommer mit dem Fahrrad in den Park oder in den Wald fahren, da zu laufen, dann weiter zum See zu fahren, zu schwimmen und dann wieder zurückzufahren im Rad. Also da fühle ich mich danach so, also das ist ja auch durch Bewegung bekommen wir auch Energie. Viele denken immer, durch Bewegung verbrauchen wir Energie. Mhm. Ja, wenn der Körper, sage ich mal, auf einer gewissen Ebene ist, auch der Entgiftung, und wenn man auch Ernährung zuführt oder den Körper in so einem Zustand hat, dass er schneller regeneriert, dann kann man durch Bewegung sich auch aufladen. Das können sich manche Leute gar nicht vorstellen, dass wir in diesen Zustand kommen können. Ne? Also genau, bei mir ist es eher so Radfahren, Schwimmen, Joggen, Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der jetzt gern ins Fitnessstudio gehen würde. Das hatte ich vor Jahren, vor meiner ersten Schwangerschaft, war ich auch mal ein Jahr in einem Fitnessstudio angemeldet, habe dann aber irgendwann gemerkt, ich war immer so auf diesem Lauftrainer. Den habe ich eher genutzt und in der Sauna. Und dann habe ich mir immer wieder abgemeldet. So, ich mache wirklich eher so die Körperübungen, Kräftigungsübungen, Übungen mit dem Körper, und ich bin total gern in der Natur oder mache das Fenster weit auf. Was ist so dein Sport? Ich hatte ja schon das Laufen erwähnt. Genau, also Laufen, Körpergewichtsübungen. Was ich auch sehr gerne mache, ich sage immer so, das Fitnessstudio der Natur. Ich nehme dann einfach Steine, die da rumliegen, oder schwereres Holz vielleicht eventuell, und mache damit halt dann noch Übungen. Yoga, Fahrradfahren tue ich auch sehr gerne. Sprungübungen finde ich auch sehr, sehr genial. Und genau, ich kombiniere auch so viel. Das heißt, manchmal krabbel ich auch einfach auf dem Boden hin und her. Also manchmal mache ich so im Alltag, wenn ich so das Bedürfnis habe, mich kurz zu bewegen, mache ich einfach mal kurz was für ein paar Minuten, krabbel dann auf dem Boden. Oder wenn ich auch die Wohnung zum Beispiel sauber mache, dass ich dann im Entengang durch die Wohnung gehe oder im Vierfüßlergang und mit einem Lappen quasi den Boden putze zum Beispiel. Also ich versuche einfach schon im Alltag auch Bewegungen einzubauen, dass man halt immer wieder mal Kräftigungsübungen hat. Ne? Oder auch wenn man entsaftet zum Beispiel. Man kann ja ein bisschen mehr in die Hocke einfach gehen und da einfach verharren. Und da macht man ja auch schon eine Kräftigungsübung. Das heißt, auch für viele, die keine Zeit haben, die können so die Bewegung einfach in den Alltag einbauen. Und ja, können dann schon, was weiß ich, am Tag 10, 20, 30 Minuten nur dadurch, dass sie das in den Alltag einbauen, die Bewegung wieder aktiv in das Leben integrieren. Und wenn jetzt jemand unser Video sieht und sagt, ach stimmt, also irgendwie Bewegung kommt bei mir total zu kurz. Was würdest du so für eine Bewegung empfehlen, so für den Einstieg? Also ich würde immer die Bewegung empfehlen, auf was diejenigen die absolute Lust drauf haben. Ja, ich finde es jetzt nicht gut zu sagen, fang jetzt an mit Laufen, weil bei vielen ist es so, die gehen laufen und das ist total langweilig so. Ne? Aber die sagen dann vielleicht, boah, ich tanze eigentlich gerne oder keine Ahnung, ich bewege mich einfach irgendwie gerne. Ich sage immer, lieber irgendwas machen, ja, und das halt machen, was man gerne machen möchte, ja. Für den einen ist es vielleicht Yoga, da sucht man sich Yoga raus. Für den anderen ist es vielleicht Ballett, dann sucht man sich Ballett raus. Das Schöne ist ja auch an dem Internet heutzutage, du kannst bei YouTube einfach die Bewegungsart eingeben und du kriegst so viele Videos und ja, und dann ist für jeden irgendwas dabei. Ne? Also immer das machen, womit man am meisten resoniert, weil wenn man Freude und Spaß daran hat, dann macht man das auch gerne. Und dann fällt die Bewegung auch voll leicht und dann hat man so schon die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, weil das einfach voll viel Spaß macht. Ne? Und gibt es jetzt Bewegungen, die man jeden Tag machen kann? Und würdest du nochmal entscheiden, Bewegungen, die man wirklich jeden Tag machen kann, und Bewegungen, wo du sagst, dann ist immer gut, mal ein, zwei Tage Regenerationszeit, wo man nicht so viel macht. Gibt es da nochmal so eine Unterscheidung? Ja, also Yoga kann man jeden Tag machen. Yoga oder halt Dehnungsübungen. Das kann man jeden Tag mit einbauen, das habe ich auch jeden Tag mit dabei. Und ja, und ich sage mal so leichte Sportarten, das kann man eigentlich immer machen, ja. Also was zum Beispiel langsames Joggen oder zum Beispiel Fahrradfahren, das sind so Sachen, die man immer machen kann. Oder auch Trampolin springen, ja. Oder einfach nur wippen auf dem Trampolin. Kräftigungsübungen. Da muss man dann halt auch immer schauen, dass man da immer mal eine Pause zwischendrin einbaut, damit die Muskeln einfach Zeit haben, sich wieder zu regenerieren.
Und ja, aber ansonsten so die leichten Sportarten, auch so zum Beispiel sowas wie Qigong oder auch Tai Chi, das kann man auch jeden Tag machen, ne? Da gibt es ja so total auch geniale Videos, wo sie in China zum Beispiel, wo da hunderte Menschen auf einem riesen Platz stehen und da alle zusammen ja, Qigong zum Beispiel machen. Ja? Also das sind solche Sachen, die man jeden Tag machen kann. Und mit dem Training, wenn man es jetzt zum Beispiel aufs Laufen bezieht oder auf die etwas ja, härteren Sportarten, wenn man sich dann schneller bewegt, da ist es dann einfach so, dass man den Körper langsamer aufbaut. Man fängt zum Beispiel an mit 2 Tagen, dann baut man irgendwann auf 3 Tage aus, dann irgendwann auf 4 Tage und erhöht die Belastung jede Woche um 10%. Dann kann der Körper nicht überlastet werden. Und ganz wichtig, halt zwischendrin immer wieder auch mal, wenn man dann aktiveren Sport betreibt, auch immer wieder mal eine Pause einzubauen. Also meinem Level ist es jetzt, sage ich mal, ja, einmal die Woche, einmal alle 10 Tage. Für jemand anderen ist es vielleicht 2-, 3-mal die Woche. Ne? Also ist auch immer wieder dann individuell und wo fängt man an? Ne? Die einen waren vorher aktiv, die können ein bisschen mehr machen. Die anderen waren vorher vielleicht nicht aktiv, die müssen halt wirklich erstmal ganz langsam anfangen. 2-, 3-mal die Woche und halt so, und leichte Sachen einbauen dann dazu. Also noch spazieren gehen oder meine Bewegung zu Hause, ein bisschen mal Kniebeuge oder ein bisschen springen oder sowas. Und man merkt ja, ne, wenn die Muskeln schwer sind, wenn man merkt, oh, jetzt bin ich hier ganz schön, habe Muskelkater und alles, dann mache ich eben einfach mal Suche und entspanne den Körper wieder. Und wenn er wieder regeneriert ist, dann fängt man wieder an und dann geht es weiter. Dann merkt man, der Körper, der passt sich immer weiter an. Das ist eine wunderbare Anpassungsmaschine. Das heißt, der Körper passt sich mit der Zeit an, wenn er auch die Möglichkeit bekommt, sich zu regenerieren. Und dann merkt man, dass man stärker wird und fitter. Und ja. Ja, danke für deine Ausführung. Man kann ja auch mal schneller die Treppe hochgehen, zügiger, als man das sonst tut. Oder vielleicht doch mal ein Stockwerk höher, als man eigentlich wohnt, zum Beispiel. Oder ja, wegen auch mehrmals die Treppe hoch und runter gehen, dass man alles nicht mit einmal runterträgt oder hoch, sondern mehrmals. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben ja hier zu Hause auch noch ein Trampolin. Das sind wir ja früher, als du noch hier gewohnt hast, sind wir auch immer schön gehüpft. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Weil das auch die Lymphe richtig gut in Schwung bringt. Ich mache das auch immer zwischendrin, wenn ich viel sitze, aufs Trampolin 10, 15 Minuten oder gleich auch mal morgens die Lymphe so in Schwung bringen und danach eben so Kräftigungs- und Dehnungsübungen. Das mache ich jetzt schon viele Jahre so und auf alle Fälle unterstützend. Also wenn man es nicht macht, fehlt dann irgendwas. Ja, Also genau. vielleicht ist es auch mal, für manche ist es ja ein bisschen schwierig, so den inneren Schweinehund zu überwinden und da so eine gewisse Routine zu entwickeln. Ist natürlich immer manchmal schwierig, ne, so für manche in die Motivation zu kommen. Deswegen einfach mal die Empfehlung, sich mal so einen Plan zu machen, jeden Tag ganz langsam anzufangen und das wirklich mal für 1, 2, 3 Wochen durchzuziehen. Man sagt ja, wenn man irgendwas 21 Tage gemacht hat, gibt es so einen Gewöhnungseffekt oder so einen Effekt. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auf alles so zutrifft. Aber dass sich das dann so eingeschliffen hat als Routine. Und ich denke mal, nach 2, 3 Wochen merkt man dann auch wirklich so einen Effekt, ob es einem wirklich wohltut, was es wirklich so mit dem Körper macht und wie es nochmal zum Wohlbefinden beiträgt. Ja, genau. Und noch ein kleiner Tipp von mir für, wenn man sich jetzt irgendeine Bewegung heraussucht, ja, also ja, weiß nicht, ob das jetzt Fahrradfahren ist oder Laufen oder was auch immer, finde ich es auch immer ganz gut, sich mit der Technik zu beschäftigen. Also mit der richtigen Lauftechnik zum Beispiel oder mit der richtigen Fahrradtechnik, weil das auch nochmal so ist, wenn ich einen richtigen Laufstil zum Beispiel habe, dann kann ich mit viel weniger Kraftanstrengung laufen, als wie wenn ich jetzt gegen meinen Körper zum Beispiel laufe. Ja, also, dass man da immer schaut, okay, was ist jetzt ein guter Laufstil, damit ich halt mit der Physik laufe und nicht gegen die Physik. Weil das war bei mir damals auch ein ganz großes Problem. Ich war früher Fersenläufer und wenn man Fersenläufer ist, dann knallt man immer so auf den Boden drauf und läuft quasi immer gegen sich selber und staucht sich quasi immer die Knochen und die Muskeln. Und dann habe ich irgendwann auch Probleme bekommen mit Schienbein, mit der Plantarfaszie unten. Und ja, das hat dann einfach keinen Spaß gemacht. Ne? Da verstehe ich auch die Menschen, die keine Lust haben zu laufen. Aber dann, irgendwann habe ich gesehen, wie laufen denn die ganzen Profis zum Beispiel? Wie laufen die ganzen Kenianer, Äthiopier, ja, die alle ganz vorne mitlaufen immer bei diesen ganzen Läufen. Und da sieht man, oder auch bei kleinen Kindern kann man das noch sehen, wie sie perfekt laufen können, ja. Und da sieht man, dass sie schön auf den Mittelfuß aufsetzen. Und ja, und dann habe ich auch irgendwann umgestellt, dann sind alle Verletzungen weggegangen und dann hat man auch gemerkt, das Laufen, das macht voll viel Spaß, weil es nicht mehr wehtut, ja. Genau, und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, sich dann auch mit der Zeit einfach ja, mit der Technik ein bisschen zu beschäftigen und ja, wie es dann optimal laufen kann, damit das noch viel, viel mehr Spaß macht.
Das erkenne ich aber auch. Ich bin früher auch über die Hacke gelaufen beim Joggen und hatte dann Knieprobleme. Und dann habe ich irgendwann, ich hatte längere Regenerationszeiten und dann habe ich irgendwann gedacht, na, Joggen ist vielleicht nicht meins, bekommt mir nicht. Und dann bin ich ja auf den Ballengang gekommen und dann auch eben angefangen, über den Ballen oder Mittelfuß, ne, das hast du mir dann auch gesagt, nicht ganz so weit vorne laufen, sondern über den Mittelfuß und sofort waren meine Probleme weg. Also mit der richtigen Technik ist es auf alle Fälle möglich. Ich danke dir, lieber Henry, für deine Ausführungen, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und Bewegung kommt ja bei dir jetzt häufiger auf dem Kanal, hast du in deinem Bewegungsvideo angekündigt. Also schaut unbedingt beim Henry vorbei. Ich werde den Kanal auch nochmal unter diesem Video verlinken oder im ersten angepinnten Kommentar, weil manche in den Infokarten das dann doch irgendwie nicht so richtig finden. Da könnt ihr mal bei Henry vorbeischauen. Ja, hinterlasst hier unter diesem Kommentar auch gerne eure Erfahrungen zum Thema Bewegung, Sport, Körperbewegung, Körperertüchtigung. Was sind so eure Erfahrungen? Welche Bewegungen macht ihr regelmäßig? Ja, wir freuen uns über regen Austausch und wünschen euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Macht's gut, ciao.